Ah, das ist. Da lehne ich mich jetzt einfach zurück, lass die Clownsnasen reden und freue mich am Ende für eine Gratisrate GLS. Besser geht's nicht, Digga. Jo, Freunde der TinCon, hier das versprochene Video zu dem Auftritt von Shoyoka und Freiraumreh beim eben genannten Format. Die haben dort übrigens zu dritt geredet, Baso, auch eine Streamerin, ist mit dabei, die lasse ich aber raus, weil erstmal hat die jetzt nichts Schlimmes gesagt. Außerdem kann sie ja auch am wenigsten dafür, dass die anderen beiden vernünftig jetzt nicht gerade intelligent sind. Die TinCon war übrigens schon am Anfang Juni, das heißt, auf die aktuellen Dinge, die gerade passieren konnten, die da logischerweise auch nicht drauf eingehen. Richtig. Ist aber auch egal, weil dadurch zeigt sich halt noch besser deren Doppelmoral. Am Anfang möchte ich aber eine Sache klarstellen. Zusammenfassend, bei irgendwem kickt die Misogynie mal wieder. Ja, und das... Die kriegen noch ein extra Video, das weiß ich ganz genau, Digga. Die kriegen noch ein extra Video, die beiden Frauen da in ihrem Podcast. Die eine ist eine Frau und die andere wird in dem Video zur Frau gemacht, weil er verhält sich sowieso schon wie eine Frau. Das ist absolut richtig, dieses Video entsteht logischerweise einfach nur aus Frauenhass, nicht weil ich die Dinge einfach kritisieren möchte, sondern wirklich, ja, weil ich Frauen einfach nicht mag, das muss man auf jeden Fall nochmal hier richtig stellen. Lustig ist übrigens, als ich das TinCon-Video das erste Mal gesehen habe, habe ich einen kritischen Kommentar geschrieben. Ich habe dann auf meinen zweiten Account gewechselt und komischerweise war der Kommentar einfach gar nicht mehr da und es waren auch die ganze Zeit nur 3 Kommentare. Nachdem ich dann drauf reagiert habe, haben sie die Kommentare dann komplett deaktiviert, also so wird damit Kritik umgegangen, finde ich auch sehr, sehr gut. In dem Video geht es auch um den Computerspielepreis, den Shoyoka absolut verdient gewonnen hat. Dazu sagen sie am Anfang erstmal das hier. Du machst natürlich Gaming... Also, Chat, klärt mich mal ganz kurz auf. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber diese junge Dame, die das hier moderiert, habe ich zumindest in irgendeiner Art und Weise bei mir im Kopf gespeichert, als jemand, der mir auch relativ unsympathisch ist. Ah, die ist von Mitreden TikTok, stimmt! Die hat auch absolut die Clownsnase auf, Digga. Von Mitreden, oh Mann, Alter. Ja, da haben sich ja welche getroffen und gefunden, Digga. Holy shit, das kann ja nur nach hinten losgehen. Content auf Twitch, du redest aber auch über Politik, du hast den Deutschen Computerspielpreis 2023 bekommen. Und ich weiß ja nicht, wer den... Ja, richtig, das kann man erstmal stehen lassen. Oh yes. Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob man da unbedingt klatschen sollte, weil der Preis hatte halt eigentlich nur Nachteile für sie. Aber ich nehme das Klatschen für mich einfach mal an. Hätte sie mal den Preis nicht gewonnen, hätte sie wenigstens ihre Ruhe und wäre vielleicht auch Kalle bei ihr geblieben, Kappa. Bei mir hat das tatsächlich einiges gebracht, dass sie da gewonnen hat. Hier fragen ganz viele Leute, warum habt ihr Stress mit Monte? Nee, Stress hat niemand hier mit Monte. Monte kennt mich nicht. Ich habe gar nichts mit Monte. Ich auch nicht. Das stimmt. Ja. Sorry, Pia. Das ist ja... Ja, komisch. Also, ich kenne euch nicht. Da habt ihr vollkommen recht. Lustigerweise spiele ich bei euch anscheinend eine große Rolle im Leben, denn sowohl bei dir, Freiraumreh, im Chat ist jegliches Wort, was mit Monte zu tun hat, geblockt. Also, man könnte meinen, wir hätten ein schlechtes Verhältnis gehabt. Aber gut, ich habe wirklich noch nie mit dir geredet. Aber trotzdem bin ich bei dir auf der Auto-Blacklist. Pia, aka Shoyoka, hat mich ja blockiert. Aus was für einem Grund auch immer, ist ja auch ihr gutes Recht. Aber wenn man kein Problem miteinander hat, dann blockiert man nicht Begriffe, die mit der Person zu tun haben oder blockiert die Person an für sich nicht. Wenn ich extra mir die Zeit nehme, wie ich zum Beispiel Shoyoka, auf meinen Account zu gehen und mich zu blockieren, obwohl man noch nie miteinander ein Wort geredet hat, dann hat man ja anscheinend ein Problem miteinander. Woher das Problem kommt, man weiß es halt am Ende des Tages nicht, ne? Ah, ja, Freiraumreh. Das ist auf jeden Fall ganz schlecht gealtert. Aber was sagt Shoyoka? Stimmt. Da habe ich ja noch nicht auf Freiraumreh reagiert gehabt, ne? Das ist echt schlecht gealtert. Da hat Kuchen recht, ja? Eigentlich dazu. Du, alles gut. Ich glaube nicht, dass ich wirklich Stress mit Monte habe. Also zumindest glaube ich, dass zu Stress 2 Leute gehören. Und ich habe nicht wirklich was bis jetzt oder nicht viel dazu gesagt. Ich glaube, einer der Punkte, warum er wahrscheinlich auch ein Problem mit mir hat, ist, ich habe einen deutschen Computerspielpreis gewonnen. Aber ich habe nur 48% Gaming letztes Jahr auf meinem Twitch-Channel. Sie haben vielleicht meinen YouTube-Channel vergessen, wo auch noch 300 Videos sind. Das kann man vergessen. Es waren vielleicht auch über 400 Stunden Gaming und über 80 Spiele, aber yo. Also erstmal... Richtig cool. Clap in den Chat, Alter. 400 Stunden Spielzeit. Also eins möchte ich dir mal sagen, Shoyoka. Von deinen 400 Stunden Spielzeit und 49% Gaming und auch die 300 YouTube-Videos waren gefühlt 40-50% Produktplatzierung. Denn du spielst nicht nur das, was dir Spaß macht, du spielst auch das, was die meiste Gnade bringt. So, jetzt habe ich es gesagt, jetzt raus. Ganz einfach. Also, dafür kriegst du schon mal keinen Schulterklopfer. Chat, ich brauche jetzt euren Rücken. Fallt mir nicht in den Rücken. Ich spiele seit 3 oder 4 Monaten... Counter-Strike und habe in diesem Spiel 1200 Stunden Spielzeit bis jetzt. Spielzeit. Stimmt ihr mir dazu? Oder stimmt ihr mir dazu?
Spielzeit! Also weiß ich nicht, was du für einen Schulterklopfer haben möchtest mit deinen 400 Stunden und deine 300 Videos auf YouTube. Aber da fängt doch der Punkt an, warum solche Frauen wie Freiraumrehe oder Shoyoka komplett an der Realität vorbeisliden, sich dann in die Opferrolle werfen, mit wahnsinnigen Anschuldigungen im Internet um sich herumschmeißen und jegliche Kritik abblocken, weil es schon bei der kleinen Sache hapert. Wir haben nie kritisiert, dass sie als Frau den Spielepreis gewonnen hat, oder wir haben sie nie kritisiert, weil sie eine Frau ist und diesen Preis gewonnen hat. Wir haben lediglich die Entscheidung der Jury bei diesem Spielepreis in Frage gestellt und auch dahingehend ihren Preis, den sie gewonnen hat, weil er unverhältnismäßig aus unserer Wahrnehmung nicht zu Recht an sie gegeben worden ist. Anstatt, dass sie eine gewisse Selbstreflexion hat und sagt, okay, die Jury hat da eventuell einen Fehler gemacht oder eventuell gab es dort andere Leute, die es wohl mehr verdient haben, weil ich zwar auch Gaming macht, aber diese Leute rein nur Gaming am Start sind und nicht nur 400 Stunden Spielzeit haben, wovon 200 Stunden Produktplatzierung sind, sondern die haben tausende Stunden Spielzeit. Hätte sie da gesagt, ey, ich nehme den Preis und stelle ihn mir in den Schrank, aber ich hätte es verstanden, hätte den jemand anderes gewonnen und vielleicht ist er bei mir in der Vitrine falsch aufgehoben, aber ich habe ihn nun mal gewonnen und werd ihn jetzt nicht einfach abgeben, aber da gibt es gar keine Selbstreflexion. Da wird direkt damit angegangen und von dieser ganzen rosenroter Bubble, wie ein Deklatent, wird wieder das da drauf direkt reflektiert, ja, die wird doch nur kritisiert, weil die eine Frau ist. Ja, surprise, surprise, Motherfucker. Es interessiert mich nicht, ob Shoyoka eine Frau ist oder ein Mann. Das spielt in dem Kontext überhaupt gar keine Rolle. Wir haben in erster Linie den Computerspielepreis kritisiert, aber natürlich auch, wenn du mit der Entscheidung des Computerspielpreises nicht einverstanden bist und findest, dass eine Person diesen Preis für zu Unrecht bekommen hat, dann kritisiert man natürlich auch gleich die Person, die den bekommen hat, weil sie der Fehler in der Matrix ist. Monte hat ja kein Problem mit dir, nur weil du diesen Preis gewonnen Richtig. Hast. Er findet halt einfach, dass es nicht verdient gewesen ist. Richtig. Und das hat er in dem Video auch Richtig. Gesagt. Das ist jetzt ja kein Beef oder sonst Richtig. Irgendwas. Aber ziemlich komisch, weil wenn du doch so neutral zu ihm eingestellt bist, warum hast du ihn dann überall blockiert? Also ich meine, man sagt ja nicht, hey, ich habe gar kein Problem mit dir, aber du wirst geblockt. Das ja. Ding ist auch, ja, ja. dass sie unsere komplette Richtig. Argumentation links Richtig. Liegen lässt und nur auf diesen kleinen Minipunkt eingeht, wo wir mal gesagt haben, dass sie nicht allzu viel zockt und jemand anderes den Preis vielleicht mehr verdient hätte. Sie wurde ja für ihr politisch... Sie lässt es da Nee, das sage ich nicht, sonst gibt es einen Shitstorm. Sie formuliert das extra so und stellt es unbewusst oder doch bewusst so dar, als wenn ich oder Kuchen ein Problem damit haben, dass sie den Preis gewonnen hat, weil sie eine Frau ist. Mit solchen komischen Frauen in der Selbsthilfegruppe da im Kreis, die springen da natürlich alle drauf ein. Ah ja, wegen Frau, ja, 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 Feminismus und so ganz strong, den Preis ganz... Die Leute haben gar keine Ahnung, worum es überhaupt geht. Die Leute haben überhaupt gar keine Ahnung, worum es geht. Die hat einen Haufen Ja-Sager um sich herum sitzen, die alle gerne sehr viel machen wollen würden und sich selber Feministinnen nennen, aber in keinster Art und Weise eigentlich dafür was tun. So, jetzt habe ich es gesagt. Engagement nominiert, weil sie angeblich authentisch und transparent ist und sich für alle möglichen Dinge einsetzt, von denen ich halt Real Talk, also jetzt kein Front oder so, noch nie irgendwas mitbekommen habe, aber anscheinend setzt sie sich dafür ein, wir nehmen das mal so hin. Sie ist aber weder transparent noch authentisch, außerdem bei der Hogwarts Legacy Thematik hat sie auch einer Transperson einfach ihre Meinung abgesprochen. Ich bin trans und spiele und liebe das Spiel. Liebe das Franchise über alles. Es hat mir das Leben gerettet, weil es für mich die Zuflucht vor dem ständigen Mobbing war. Danke für deine Worte. Ich habe schon ein paar Antworten dazu im Chat. Mit welcher Analogie vergleiche ich das immer? Wir haben halt schon einfach ein paar die Mal Fresse. Gemacht. Woman for Trump. Yes. Genau das. Ist jetzt nicht gerade inklusiv oder diskriminierend. Also, ihr müsst euch einfach vorstellen, da hast du eine Transe-Person oder eine transsexuelle Person, die einfach ihre Meinung dazu abgibt, weil es in Shoyokas rosarote White-Modus-Welt, da siehst du schon, alleine, dass die White-Modus drinne hat, da merkst du schon, dass die hat den Spiele-Wettpreis gewonnen. Mit White-Modus, da merkst du schon, da knallt's aber aus allen Öffnungen. Die hat White-Modus drinne, Digga, und nennt sich Gamerin. Die spricht der Person einfach ihr, also das, was die dort sagt,
wird einfach nicht toleriert und akzeptiert, weil es nicht in deren Weltbild passt. Es ist unmöglich. Trimax doch auch. Trimax ist für mich auch kein Gamer. Und das seht ihr auch anhand seines Gameplays. Trimax ist für mich kein Gamer. Der hat White-Modus drin. Den kann ich, was das angeht, nicht ernst nehmen. Tut mir leid. Ich kann niemanden ernst nehmen, der freiwillig White-Modus drin hat. L-Take, ja, ist mir scheißegal. Alles gut. Ist kein Problem. Leute, die White-Modus drin haben, sind mir suspekt. Ist mir suspekt. Wenn eine Transperson sagt, dass es in Ordnung ist, das Spiel zu spielen und du sagst, nee, Digga, das ist Woman for Trump, also die weiß gar nicht, wie schlimm sie hier diskriminiert wird. In meinen beiden Videos zu Hogwarts Legacy am Anfang habe ich auch noch 50 andere Gründe genannt, warum sie den Preis eigentlich nicht verdient hat. Darauf wird aber komischerweise gar nicht eingegangen. Natürlich werden auf die Punkte nicht eingegangen, weil es sich natürlich viel besser in einer feministischen Clique besser reden lässt, wenn man einfach sagt, die haben damit ein Problem, dass ich den Preis gewonnen habe. Damit impliziert sie, dass wir gerne den Preis gewonnen hätten. Versteht ihr, was ich meine? Pustekuchen, Schwanz hätte ich gerne gewollt. Aber so stellt sie das in ihrer feministischen Selbsthilfe-Stuhlkreisgruppe dar. Und natürlich findet das dort den Zuspruch, weil natürlich Männer, die Hass haben auf Frauen, die etwas bekommen haben, was die Männer gerne gehabt hätten, das zieht immer in so einer Stuhlkreisgruppe. Ist ja klar. Und deswegen bin ich jetzt quasi keine Gamerin mehr. Und mich erinnert das ein bisschen an eine Debatte, die ich mit 14, 15 damals geführt habe. Als ich in der Schulzeit gezockt habe und die ganzen gleichaltrigen Jungs immer gesagt haben, oh, du bist aber ein Mädchen, du kannst gar keine Gamerin sein. Niemand hat es ihr abgesprochen, das dass so sie dumm. Keine Gamerin ist. Also sie, ja, aber das passt zu Shoyoka. Sie versucht auf Erwachsenen zu argumentieren, holt diese Keule raus mit, ja, das erinnert mich an die Zeit, wo ich 13, 14 war, bringt aber im gleichen Umkehrschluss, sie bringt diesen Vergleich, der auf einem Niveau von einem 13, 14-Jährigen ist. Also sie denkt gar nicht so weit. Niemand hat gesagt, sie ist keine Gamerin. Nicht einer. Zeig mir einen Clip. An der Stelle auch nochmal Grüße an Kalle. Guter Mann. Es macht alles immer mehr Sinn. Also natürlich ist sie eine Gamerin. Sie zockt, das haben wir halt nie behauptet. Trotzdem bin ich der Meinung, dass der Preis als Spieler oder Spielerin des Jahres an eine Person gehen sollte, die halt im Gaming viel erreicht hat. Die anderen vier wurden ja tatsächlich für ihre Leistungen im Gaming nominiert. Richtig. Beispielsweise der FIFA und der Dota 2 Weltmeister. Wie möchtest du das Ganze denn aufwiegen, wenn du auf der einen Seite einen FIFA Weltmeister hast und auf der anderen Seite eine Person, die halt irgendein politisches Engagement gemacht hat? Also du kannst ja gar nicht vergleichen, was jetzt mehr wert ist. Richtig. Es macht gar keinen Sinn, den Preis für zwei verschiedene Sachen vergeben zu wollen. Sie reden auch über... Ja, also, verstehe mich falsch. Ich habe ihr eben das abgesprochen, wie sie sich darstellt, Chat. Sie hat sich als krasse Gamerin dargestellt, die 400, 500 Stunden Spielzeit hat und 300 Videos auf YouTube. Sie stellt sich als krasse Gamerin dar, was sie einfach im Verhältnis zu diesen Leuten, die da nominiert worden sind, nicht ist. Und ich finde, und da ist auch nochmal ein großer Unterschied, wenn du 400 Stunden Spielzeit hast, und das unterstelle ich jetzt einfach mal, wenn du 400 Stunden Spielzeit hast oder 300 Videos auf YouTube oder 49% deines Contents auf Twitch aus Gaming besteht, dann muss man aber auch nochmal differenzieren, was davon bezahlte Produktplatzierung ist. Und das ist bei der jungen Dame einiges. Also ja, sie ist eine Zockerin, das rede ich ihr nicht ab. Ist sie eine krasse Gamerin mit 400 Stunden Spielzeit? Kann jeder für sich selbst entscheiden. Ich habe da meine Meinung und ich finde 400 Stunden ehrlicherweise nicht viel. Reichen 400 Stunden Spielzeit, um als Gamerin des Jahres ausgezeichnet zu werden? Im Vergleich zu einem FIFA- oder Dota-Weltmeister oder Leuten, die hunderte Videos im Jahr hochknallen, deutlich mehr als 400. Also ich glaube, dass sie da einfach die falsche Wahl war als Gamerin des Jahres. Punkt. Für mich ganz kurz im Interview. Für dich habe ich einen kleinen Spicy dabei. Ein kleinen Spicy? Ich weiß, ob gleich Leute wissen, worauf ich anspiele. Er ist eine 6 von 10 und er nennt KuchenTV Bruder. Was machen wir? Ja, es ist jetzt nicht so, also ich glaube, dann wäre es für mich eher so eine 2. Hey, voll nett trotzdem. Ich finde 2, also das ist trotzdem noch, da ist ja was da, das ist gar nicht mehr so gemeint. Ja, also bei 2 ist zumindest nur Substanz. Ja. Da, mit der man nur arbeiten kann. Ja, voll. Ja. Sehe ich, kann ich. Aber das liegt auch daran, dass ich Bruder generell ganz toll finde, den anderen Part jetzt nicht so. Ja, okay, verstehe. Dieses peinliche Lästern, ja, KuchenTV ist ja so blöd, oder? Aber anscheinend hat Kalle mich Bruder genannt, weil sie hat ja dann später auf jeden Fall Schluss gemacht. Ich finde das Ganze halt so unangenehm, weil das ist übrigens die Ex-Moderatorin von Mitreden, die ich... Ja. Es gibt so gewisse Leute, die man aus dem Internet entfernen sollte... Wenn ich jetzt ganz krass rede, und das tue ich, und sie zählt da definitiv zu, Digga. Die sollte einfach was anderes machen, aber ich finde, die hat keine Daseinsberechtigung im Internet, zumindest bei solchen Themen. Die hat so viel Scheiße schon in der Vergangenheit geredet und wenn es irgendwann mal Internetführerschein geben sollte und wir den machen müssen, fällt sie da definitiv durch. Die ist einer derjenigen, die bei Mitreden da so viel Scheiße gelabert hat. Das ist nicht nur mal Mitreden, war einer der schlimmsten Kanäle mit so vielen
quatschigen und dämlichen Themen, dass die sich nicht schämt. Ja, auch schon das öftere Mal kritisiert habe. Und wahrscheinlich ist das jetzt ihre Möglichkeit gewesen, mich endlich mal zurückzufronten. Und sie hat es mir so richtig gegeben. Ich finde es halt wirklich lustig, dass da beide so komisch gegen mich rumzicken. Aber auch die nächsten Aussagen werden nicht besser. Also erstmal natürlich, dass darüber müssen wir gar nicht reden, dass weibliche StreamerInnen anders behandelt werden als männliche Kollegen. Aber es ist auch Fakt, dass Leute dann versuchen, Menschen zu diskreditieren mit so, ja, aber die spielt ja gar nicht nur oder so. Und das ist ja dann sei ja ein Grund dafür, irgendwie als jemanden als weniger erfolgreich oder cool auf. Die sitzen da oben und labern den ganzen Tag so viel Quatsch mit irgendwelchen super trendigen und hippen Begriffen und oh, Society hier und Diskriminierung da und diskreditieren bla und bla. Die reden viel, sagen aber gar nichts. Die reden viel, aber sagen gar nichts aus. Hauptsache gendern, Hauptsache irgendwie, ne, von ihrem Stuhlkreisfeminismus, Selbsthilfegruppe einen Schulterklopfer bekommen, aber die reden viel, bewirken aber gar nichts. Das ist wirklich unerträglich. Unerträglich. Ich denke mir immer so, wie lächerlich ist das, weil die Plattform dafür da ist, dass, und das ist euer Job und deswegen macht ihr das halt auch gut, weil ihr diese Spanne schafft von, ne, es ist eine Plattform, auf der Gaming passiert und deswegen kommen viele dazu, aber die Plattform will, dass ihr halt ja auch über Themen quatscht, so, ja, natürlich muss das Teil davon sein. Hä, seit wann? Das ist so ein dummer Take, das ist so ein dummer Take. Ich muss mich immer kurz beruhigen, damit ich nicht sehr ausfallen werde. Wer hat denn euch gesagt, dass ihr in euren Streams nicht über andere Themen reden dürft? Oder nur euer Content Gaming sein muss. Darum geht es doch gar nicht. Es geht nur um den Punkt des Preises Gamerin, Gamer des Jahres. Und da spielt es dann schon eine Rolle. Kritisiert mich, wenn ich falsch liege. Weist mich gerne im Twitch oder im YouTube-Chat drauf hin. Bei einer Vergabe des Gamerpreises des Jahres spielt es schon eine Rolle, ob dein Content größtenteils oder prozentual mehr Sabbeln ist als Zocken. Das ist, also ich verstehe. Es ist doch relativ offensichtlich. Wo ist das Problem? Ist es denn auf Twitch uncool, wenn man kein Gaming macht? Ich habe einfach mal auf der Twitch-Statistik-Seite geguckt und die beliebteste Kategorie ist tatsächlich auch Just Chatting. Also es ist heutzutage vollkommen normal, auf Twitch kein Gaming zu machen, sondern halt irgendwelche Events oder einfach nur zu quatschen oder irgendwelche anderen Sachen. Ich weiß nicht, ob ihr in 2015 lebt oder so, aber das ist nicht mehr aktuell. Also entweder hat die halt wirklich überhaupt gar keinen Plan oder das soll so ein indirekter Front nochmal gegen uns sein wegen diesem Preis. Eine Mischung von beiden. Ich verstehe das nicht so ganz. Leider reden sie in der Folge auch übers Gendern. Eine ganz schnelle... Oh, jetzt kracht's. Jetzt kracht's. Frage, weil die ruhig gestellt werden darf. Bitte nur eine kurze Antwort, weil so wichtig ist es gar nicht. Ist Gendern wirklich so wichtig oder findet ihr es ein bisschen übertrieben? Wurde oft geliked. Ich finde es auf jeden Fall lustig, dass sie sagt, dass das ja kein großes Thema ist, obwohl es eben doch ein großes Thema ist, weil es einfach eine Riesenänderung unserer Sprache ist. Mhm. Aber gut, vielleicht hat sie ja auch gute Argumente dafür. Ich finde es eher schade, dass das dann in jedem Chat auch drin steht oder dass Leute voll Bock haben, darüber dann noch so zu diskutieren, als wäre das eine Entscheidung, die halt übertrieben groß ist. Also ich finde das jetzt so, bei jeder Person dann so direkt zu kommentieren, besonders halt bei den Menschen oder besonders bei weiblichen so CreatorInnen, ist dann immer direkt so, voll nervig, bla bla bla. Deswegen, also anstatt so auf die Inhalte einzugehen, das finde ich immer voll schade. Also es ist wirklich unerträglich, Digga. Ich muss mich richtig zusammenreißen, nicht richtig auszurasten wie in alten Zeiten und einfach drauf los. Ich muss mich wirklich zusammenreißen. Wir machen die Erwachsenen-Antwort, die Monte-ist-reifer-Antwort. Am Ende des Tages kannst du so viel gendern, wie du willst, für dich privat. Aber wenn du es in öffentlichen Plattformen machst, wie auf deinem TikTok, YouTube, Insta, Minsta und so, musst du halt auch mit Hinweisen oder Fragen rechnen und vor allen Dingen auch mit Leuten, die das nicht so gut finden. Das ist es eigentlich schon. Du kannst ja nicht von jedem erwarten, dass er dein Gendern cool findet oder dich nicht fragt, warum du das machst oder ob es nicht ein bisschen zu übertrieben ist. Du hast einen verfickten TikTok-Kanal gehabt, der Mitreden hieß und ihr habt ständig die Kommentare blockiert. Was erwarte ich eigentlich von so einer Flitzpipi wie dir? Erstmal wüsste ich gerne, wie sie darauf kommt, dass eher Frauen dafür kritisiert werden, wenn sie gendern. Die ganzen öffentlich-rechtlichen gendern ja auch, beispielsweise auch die ZDF-Instagram-Seite und auch da wird das durchgehend kritisiert. Auch ein Hand of Blood, der ja die ganze Zeit gendert, hat schon mehrere Tweets darüber gemacht, wie ihn das aufregt, dass das Ganze kritisiert wird. Gendern ist nun mal einfach nicht beliebt, egal wer das Ganze macht. Jeder wird dafür kritisiert.
Ein Grund ist wahrscheinlich auch, dass es ja nicht mal eine feste Regel gibt. Es ist ja nicht in die deutsche Sprache integriert. Wie gendert man denn? Nutzt man einfach ein großes I, ein Sternchen, diesen Unterstrich oder irgendeine andere Variante? Es gibt halt nicht mal richtige Regeln dafür. Gendert man eingedeutschte Wörter oder lässt man das, wie zum Beispiel Follower? Also voll viele Fragen sind da. So, ich sag's jetzt, mir auch scheißegal, ob ich dafür einen Shitstorm bekommen. Gendern ist unnötig es. Gendern wird von Gutmenschen eingeführt, die auch gerne mal bei irgendwelchen Anschlägen oder bei anderen Sachen die Flagge reinmachen, um sich dann besser zu fühlen, weil sie wieder was bewirkt haben in ihren vier Wänden. Gendern ist unnötig. Der Großteil der Menschen haben darauf keinen Bock. Wer das machen will, soll's machen. Geh mir damit aber nicht auf den Sack. So, und wenn ich das immer krampfhaft bei deinen Posts lese oder sonstiges, dann gefällt mir das nicht, dann schreibe ich das auch. Wenn du damit ein Problem hast, ja, dann hast du halt damit ein Problem. Gendern ist unnötig. Punkt. Niemand will das. Ein Bruchteil der Menschen wollen das da draußen. Es ist einfach nur unnötig und wird von Leuten betrieben. Die meisten sind davon einfach nur Gutmenschen. Es nervt mittlerweile. Am Anfang hat man es in einer gewissen Art und Weise vielleicht bei einigen Punkten verstanden, aber dass mittlerweile jeder Gutmensch diese Gender-Scheiße benutzt, tut mir leid, wenn ich so sage, es nervt einfach nur noch. Man erreicht damit das Gegenteil. Und ich glaube, die Leute, die man mit dem Gendern eigentlich beschützen wollte, beziehungsweise mit dem man dann etwas Gutes bewerten wollte, sind selber davon genervt. Hört einfach auf zu gendern. Das Leben wird dadurch nicht besser und die Leute fühlen sich auch natürlich besser. Einfach unnötig erst. Geht einer nicht auf den Sack. Ihr habt alle zu viel Langeweile während der Corona-Zeit gehabt. Weiß nicht, was da passiert ist, ob ihr da noch eine andere Krankheit bekommen habt. Ihr habt alle nicht mehr den Schuss gehört. Befasst euch mal mit wichtigen Dingen im Leben und nicht mit so einer Scheiße. Es nervt einfach nur noch, Digga. Kein Hobby habt ihr gehabt da. Die meisten Leute sind krank geworden während Corona. Nicht von Corona selber, sondern von der Langeweile. Die haben alle nur noch einen Ballerballer mittlerweile. Es ist wirklich unerträglich. Die Leute machen Probleme, wo so keine Probleme sind. Anstatt sich mal mit wirklich guten Dingen auseinanderzusetzen, da wo wirklich die Probleme sind, da wird nicht angegriffen, da werden Probleme gemacht, wo keine Probleme sind. Gendern Männern hier, oh, in der Bahn, Manspreading da, oh, beim Kartenspiel, der König ist höher als die Dame. Ach man, Alter, ihr habt alle zu doll am Lack geschnüffelt. Ist wirklich unerträglich. Es nervt einfach nur noch. Die werden den ganzen Tag, höre ich, Probleme, hier Probleme. Das sieht man auch auf Social Media. Die Leute haten sich alle nur noch gegenseitig. Immer Krampf hier, Krampf da, dummes Gelaber hier, dummes Gelaber da. Es gibt so viele wichtige Dinge. Es gibt so viele wichtige Dinge im Leben, aber die Leute haben einfach zu viel Zeit, um sich mit Dingen auseinanderzusetzen, die gar nicht die Aufmerksamkeit verdient haben. Und Gendern ist ganz weit oben an der Spitze. Braucht kein Mensch. Hat vorher alles super funktioniert. Und die Leute fühlen sich dadurch auch nicht besser. Ganz im Gegenteil, die Leute fühlen sich dadurch belästigt. Hat nichts bewirkt, außer nur schlechte Laune. Braucht kein Mensch. Punkt. Sag ich. Mir egal, ob ich dafür einen Shitstorm bekomme oder nicht. Ja, auch offen. Einfach eine Sprache zu ändern, weil man ja super woke ist und gegen Diskriminierung, obwohl Gendern gar nichts bringt. Wird halt einfach kritisiert. Das hat nichts damit zu tun, ob du ein Mann oder eine Frau bist. Mir ist ganz wichtig bei dem Thema, das wird nur so hochgepusht, weil es vor allem von rechten Medien und rechten Parteien so gepusht wird. Das ist auch immer von diesen ganzen Clownsnasen. Sobald du gegen irgendwas bist, bist du recht rechts. Du kannst gar keine normale Meinung haben, sobald du was sagst, rechts. Wenn wir ein Problem haben im Jahr 2023, sind die beiden das Gesicht des Problems, sage ich. So, jetzt raus. Also wenn wir uns gerade Tweets auf Twitter anschauen, und da einfach mal schauen, wer redet über Gendern, dann ist das die AfD. Und die CDU. Mhm. Weil es einfach als Stilmittel genutzt wird, sich über etwas aufzuregen, was, wie du so schön gesagt hast, nebenbei beiläufig laufen könnte. Was ist das für eine dumme, realitätsferne Aussage? Richtig. Ja klar, die einzigen, die das irgendwie zum Thema machen, sind natürlich die AfD und auch die CDU. Bro, die Öffentlich-Rechtlichen beispielsweise, die von uns bezahlt werden, versuchen seit 2 Jahren das Ganze gegen den Willen der Bevölkerung einfach durchzusetzen, indem sie das machen, obwohl es nicht in der deutschen Sprache integriert ist. Bei einer neuen Forsa-Umfrage kam übrigens auch raus, dass über 2/3 der deutschen Personen keine Lust aufs Gendern haben. Ja, zu Recht. Wir bezahlen den öffentlichen Rundfunk. Eigentlich sollten sie ja schon irgendwo auch das machen, was der Bürger möchte, zumindest zum Teil, und Gendern wird abgelehnt. Warum darf dann eine elitäre Gruppe einfach entscheiden, nö, wir machen... Weil alle politisch korrekt sein müssen und deswegen sage ich auch meine ehrliche Meinung, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Diese ganzen Arschkriecher, egal ob es irgendwelche großen Firmen sind, irgendwelche Automarken und, die müssen, und es nervt, die müssen immer alle politisch korrekt sein. In der einen Art und Weise, jetzt mal als Beispiel, macht Automarke XY, macht auf ihrem deutschen Account die Rainbow-Flagge rein, damit sie, wow, auch schön mitzieht und bloß kein Shitstorm. Aber im Umkehrschluss hat dieselbe Automarke noch einen Account, keine Ahnung, in Russland, aber da wird es nicht geändert. Damit könnte man dann wirklich ein Zeichen setzen, aber das machen die nicht. Das ist alles nur, wenn ich es mal so sagen darf, doppelmoralisches Pimmelgelutsche, um in der Politik
und bei den Leuten, was einen kleineren prozentualen Bestandteil darstellt, gut dazustehen. Es ist eine geheuchelte Scheiße, um politisch korrekt dazustehen, und es geht mir mittlerweile auf den Sack. Es ist zum Kotzen. Es ist einfach nur noch zum Kotzen. Es ist einfach eine doppelmoralische Scheiße von diesen ganzen großen Firmen. Ja, ist auch Geldmacherei natürlich, aber die meisten haben einfach Angst vorm Shitstorm. Kann man in einer gewissen Art und Weise auch verstehen. Niemand hat Bock auf den Shitstorm, gerade nicht die großen Konzerne, aber es nervt einfach nur noch. Machen das trotzdem. Bei den Öffentlich-Rechtlichen gab es mal eine Diskussion übers Gendern und danach konnte man anrufen und abstimmen. Und was kam denn da raus? Gendern finde ich ab jetzt klasse, hat leider gar niemand also es hat niemand überzeugt, die Runde jetzt. Also ich glaube, es ist tatsächlich ein Aufruf, sozusagen nächstes Jahr wieder diese Veranstaltung zu machen, ob sich was verändert hat in einem Jahr. Das heißt aber auch, dass wir tatsächlich irgendwann vielleicht nochmal die Diskussion führen müssen, sozusagen, wie wir die Veränderung weiterkriegen, also wie wir sie schneller. Ah, da ist die nächste Stuhlkreisgruppe. Also wirklich, da brauche ich gar nicht, das könnte ich mir auch gemutet angucken, und ich wüsste ganz genau, was bei der Diskussion da rauskommt. Da brauche ich gar nicht mit Ton gucken. Das sehe ich einfach schon an der Stuhlkreisgruppe, was dabei rumkommt. Also wirklich. Vorankriegen. Also, anstatt zu sagen, hey, okay, ihr feiert Gendern halt nicht so, das ist ja eure Meinung, wird einfach gesagt, ja, also, wir müssen auf jeden Fall gucken, wie wir diese Veränderung hinkriegen. Wir müssen alle auf unsere Seite kriegen, denn unsere Meinung ist die einzig richtige. Natürlich sind die Leute dann dagegen und kritisieren das. Hä? Also ich verstehe den Punkt ehrlich gesagt nicht. Aber wenigstens haben die Zuschauer richtig Bock bei der Veranstaltung. Das Ding ist, die meisten Leute oder viele dieser Leute auch in der Öffentlichkeit sagen entweder gar nichts zum Gendern oder gendern auf Krampf. Und ich sag euch auch warum, weil sie Angst haben vor einem Shitstorm oder dass sie so dargestellt werden, weil sie nicht gendern, sind sie direkt homophob oder haben ein Problem mit homosexuellen Menschen. Das eine hat mit dem anderen aber überhaupt gar nichts zu tun. Aber davor haben viele Leute Angst und haben auch Angst, einen Shitstorm zu kassieren. Ich sag jetzt nicht, jeder, der gendert, macht es nur, weil er Angst hat vor einem Shitstorm, aber viele Leute sagen entweder gar nichts dazu oder haben halt wirklich Angst davor. Ne? Das ist wirklich schade, weil jeder sollte noch seine Meinung sagen dürfen, und es hat überhaupt nichts damit zu tun. Ich sage, Gendern ist Müll. Für mich persönlich ist es Müll. Toleriere und liebe jeden Menschen da draußen, egal wen er liebt, was er macht. Ich reiche jedem die Hand, solange er sich nicht strafbar macht oder andere Leute mutwillig verletzt oder ähnliches im Ausleben seiner Sexualität. Mir ist es doch am Ende des Tages vollkommen egal, wen oder was du liebst. Es ist deine Sache. Ich bin für absolut Gleichberechtigung in allen Ebenen. Ich bin dafür, dass jeder Mensch so akzeptiert wird, wie er ist. Ich bin gegen Mobbing. Ich mobbe niemanden. Ich bin genau das Gegenteil von dem, was die Leute denken, was man ist, wenn man gegen Gendern ist. Aber Gendern als solches ist einfach Quatsch und hat keinen Mehrwert für die ganze Community, um die Homosexualität, es hat einfach keinen Mehrwert. Es wird einfach von Leuten gemacht, die überhaupt gar keine Ahnung davon haben und gehen uns damit einfach nur auf den Sack. Es gibt so viel wichtigere Dinge, so viel wichtigere Punkte, die man angehen könnte als Volk, als Deutschland, um den Leuten, die auch durch ihre Homosexualität oder ähnliches oder ihre Identifikation, die sie selber für sich haben, leiden, weil sie von Menschen diskriminiert werden. Man könnte so viel mehr Power in andere wichtige Themen stecken, anstatt in dieses scheiß Gendern. Kein Mensch wird sich am Ende des Tages besser fühlen, weil da Streamerinnen steht. Das hat überhaupt gar keinen Mehrwert. Das hat überhaupt gar keinen Mehrwert für niemanden. Und anstatt dass da mal wirklich mal die Kraft getankt wird in andere Dinge, ist es wirklich zum Kotzen. Und das sage ich euch auch so, wie es ist. Da könnt ihr auch aufstehen und sagen, nein, ich finde Gendern nicht gut und ich bin dagegen, ohne dass euch irgendeine Clownsnase damit unterstellt, dass ihr gegen Homosexualität oder ähnliches seid oder um verschiedene Geschlechter oder sonstiges. Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Wir als Monte-Community, das sage ich jetzt nochmal einmal, habe ich schon oft gesagt, ich als Monte sage ja zu allem, was ein Mensch sein möchte und was ein Mensch lieben möchte, solange, und das ist ganz wichtig und auch simpel, solange er niemanden damit verletzt oder sich strafbar macht. Jeder soll das machen, was er möchte. Ich unterscheide nicht zwischen dunkle Haut, helle Haut oder ähnliches oder Herkunft, keine Ahnung, Afrika, Deutschland. Das ist mir alles vollkommen egal. Es gibt für mich nur guten und schlechten Menschen. Und das definiere ich nicht anhand der Hautfarbe oder der Herkunft, sondern anhand dessen, wie er sich mir gegenüber verhält. Und es spielt auch keine Rolle, was er liebt oder wen er liebt oder was für ein Geschlecht er denkt,
was er ist oder ob er überhaupt ein Geschlecht hat. Das spielt alles gar keine Rolle. Wenn du korrekt zu mir bist, bin ich korrekt zu dir. Gibst du mir Respekt, respektierst du mich, respektiere ich dich auch. Bist du ein guter Mensch, dann zeig mir das. Bist du ein schlechter Mensch, dann werde ich das auch merken. So und nicht anders. Und nur weil ihr Gendern nicht gut findet, heißt es nicht, dass ihr schlechte Menschen seid oder heißt auch nicht, dass ihr Menschen aufgrund ihrer Herkunft oder ähnliches oder ihres Geschlechts disrespektiert. Ganz im Gegenteil. Aber die Leute haben alle Angst und machen immer pssst, zum Kotzen. Ich glaube, ich bin fast in so einer sehr safen Bubble. So. Junge, wie kann man denn so wenig Lust auf die Veranstaltung haben? Also ich weiß nicht, sind das einfach Schulgruppen, die da aus Zwang hingeschickt werden oder gehen die da wirklich freiwillig hin? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Sie reden auch später über Hass im Netz und das wird lustig, denn Freiraum Reh sagt unter anderem das hier. Aber ich krieg kaum Hate-Kommentare tatsächlich, also sehr, sehr wenig. Ah, also ich glaube auch diese Aussage ist jetzt nicht allzu gut gealtert, um ehrlich zu sein, aber ja. Was sagen die denn sonst so dazu? Nee, also dein Job ist nicht unbedingt der, dass so übertriebenes Hate Speech bis hin zu, das teilweise auch strafbar so, ne, aushalten muss. Nee, das gehört nicht dazu. Ja, an sich haben sie natürlich recht. Niemand muss im Internet Hass über sich ergehen lassen. Ist aber umso lustiger, dass nur ein paar Wochen später Freiraum Reh eine 3 Stunden Hass-Reaction über Skurrus und mich gemacht hat, wo die ganze Zeit solche Lügen hier gedroppt werden. Ah, fragiles Männer-Ego ist einfach so gebrochen seit diesem Preis. Seit Pia diesen Preis gewonnen hat, verhängen sie sich ständig daran auf, weil dieses Ego scheinbar so winzig ist, wirklich. Einfach Bombendrohung mit TikTok. Ja, du kannst da so viel reininterpretieren. Es ist einfach nur beängstigend, was der macht. Und dazu gab es ja auch noch etliche Angriffe von ihr. Schaut dazu einfach mein Video. Ist schon ziemlich lustig, dass das, was die Gäste da gerade kritisieren, sie im Nachhinein die ganze Zeit mit uns machen. Also was ich kriege, ist Kritik. Das sind dann aber auch so Texte, wo sich jemand erklärt, warum er die und die Aussage jetzt nicht gut fand. Mega. Oder wo er sagt, hey, das sagt man so nicht mehr. Und das sind, ja gut, aber es sind auch keine Hate-Kommentare. Das sind tatsächlich Sachen, die man sehr gut annehmen kann, wenn sie erklärt sind. Ach so, Kritik ist also gar kein Problem. Ja, das klingt ja eigentlich erstmal ganz gut. Cool, ja. Ist aber ein bisschen komisch, weil auf mein Kritikvideo zum Beispiel bist du ja gar nicht eingegangen, obwohl man ja mal irgendwas hätte dazu sagen können. Oder jegliches Wort mit Kuchen oder Monte ist bei dir im Chat auf der Auto-Blocklist. Also Kritik, ein Gespräch mit dir austauschen, ja, schwierig, wenn jedes Wort mit mir oder Kuchen geblockt wird. Man kann mit dir wirklich gut diskutieren, Freiraum Reh, wirklich. Du bist der Inbegriff einer guten Diskussion, wirklich sehr, sehr gut, also wirklich sehr, sehr gut. Du laberst 2 Stunden Scheiße in deinem Stream, kriegst ein Antwortvideo von 15 Minuten, nee, das gucke ich mir nicht an. Ja, also mit dir kann man wirklich sehr gut diskutieren. Clap in den Chat für Freiraum Reh, wirklich, gute Frau. Und nicht nur das, jeder, der in deinen Chat kommt und einfach mal nachfragt, wie du denn jetzt dazu stehst oder ob du irgendwas einsiehst, wird einfach direkt blockiert. Wirklich alles, was im entferntesten Sinne irgendwas mit KuchenTV zu tun hat, wird direkt gesperrt. Oh, und nicht nur das, wenn man einen Entbannungsantrag stellt, dann schreiben die sogar, ja, deine Kritik wird angenommen, aber du bleibst trotzdem gesperrt. Bruder, nice, wie du mit Kritik umgehst. Das ist wirklich wunderbar. Ich finde es halt lustig, dass die immer so tun, als wäre man ja voll kritikfähig. Aber wenn man dann wirklich mal einen Fehltritt gemacht hat, und der Stream war einfach ein absoluter Fehltritt, dann tut man so, als würde das gar nicht existieren. Man blockt einfach alles ab und geht überhaupt nicht darauf ein. Weil ansonsten müsste man sich ja tatsächlich entschuldigen. Und das kann man natürlich nicht machen, ist klar, weil wir sind die Bösen und das geht natürlich nicht. Das würde ja auch irgendwo Erziehung und sowas zeigen. Manchmal können Leute das ja auch nicht so gut unterscheiden, ne? Dass Kritik zu äußern doch voll gut ist und auch eine Meinung zu haben. Nur halt das so mega gemein sein, mobben oder halt zu diskriminieren einfach keine Meinung ist. Wie perfekt kann man bitte Freiraum Reh und Shoyoka zusammenfassen? Oh, gut gemacht von ihr. Also ich glaube, wir könnten noch sehr, sehr viel mehr machen. Viel mehr treffen, viel mehr gegenseitig unterstützen, austauschen, was gerade schwierig ist. Sich austauschen? Ja stimmt, das ist eigentlich wirklich gar keine schlechte Idee, ne? Aber es ist ziemlich komisch, weil eigentlich alle aus eurer Bubble wurden mal angefragt, ob die vielleicht mit uns reden wollen, dass wir die Sachen einfach mal vernünftig in einem Talk klären. Jo. Wurde aber irgendwie nicht darauf eingegangen. Also Kommunikation natürlich auch nur, wenn man die Leute mag, weil Probleme und so, ja, da wird einfach alles weggeblockt, viel besser. Am Ende nochmal 2 Einschnitte, was für heftige, tolle Fragen in diesem Interview noch gekommen sind. Als hätte der Chat es gesagt, Haare färben. Wie würdest du reagieren, wenn man Shoyoka bei einem Business-Event vorstellen möchte? Wenn ich jetzt eine von denen privat kennenlernen würde? Also ich bin ja immer noch ein Mensch und das sind auch immer noch Menschen. Und wenn sich die Situation ergeben würde, mit denen privat zu reden, dann würde ich das immer noch versuchen. Weil am Ende des Tages hat jetzt Freiraum Reh oder Shoyoka nicht irgendwie die Schere gemacht mit meiner Ex-Freundin. Versteht ihr, wie ich meine? Oder mit meiner Freundin, während die noch mit mir zusammen war beispielsweise. Man hat ja unterschiedliche Meinungen einfach. Versteht ihr,
ihr, wie ich meine? Man hat ja einfach nur unterschiedliche Meinungen. Und unterschiedliche Meinungen kann man ja diskutieren. Unabhängig davon, wie dick die Luft ist oder ähnliches, man kann ja immer noch diskutieren. Ich habe ja prinzipiell keinen Hass gegen die. Ich finde die einfach nur absolut unsympathisch. Bin mit den Großteil deren Aussagen nicht einverstanden. Aber prinzipiell, es gibt ganz wenig Menschen, denen ich, wenn ich sie sehen würde, die ich ignorieren würde oder die Hand verweigern würde. Diese Menschen kann ich an einer Hand abzählen. Und dazu zählen die beiden nicht. Ich meine, ihr seid halt auch alle drei am Start, die Sachen mit ihren Haaren machen. Nur Lieblingszutaten bei Raclette. Was ist eure? Ihr seid ja, echt Raclette-Ultras? Also, an sich kann man ja auch mal die ein oder andere Spaßfrage beantworten, da bin ich gar nicht dagegen. Aber die TinCon soll ja irgendwo auch Jugendlichen helfen. Und eigentlich ging es ja auch um Twitch, Just Chatting, wie man davon lebt und so weiter, wie man mit Hass umgeht. Und solche Fragen sind einfach super random, weil wer soll da irgendwas mitnehmen? Wobei ich habe tatsächlich das erste Mal Kartoffeln zu Raclette gegessen und das ist wirklich ein Gamechanger, kann ich euch sagen. Insgesamt kann man dazu sagen, dass das Gespräch wirklich peinlich gewesen ist. Gerade mit den neuen Informationen, was Shoyoka und Freiraum Reh nachdem gemacht haben, macht das Ganze einfach noch viel, viel lustiger. Also ich werfe jetzt einfach eine Behauptung in den Raum und ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie sogar dafür bezahlt worden sind, da zu sitzen und so viel Scheiße zu labern. Weil sie sich da einfach maximal selbst widersprochen haben. Viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ich nehme einfach nur die Klicks mit. Ja, ich auch. Zum nächsten Video. Bis dann, meine Freunde. Okay, thanks, bye. Also ja, ich nehme auch die Klicks mit. Eine GLS-Rate wieder mehr abbezahlt. Schmeckt auf jeden Fall. Wir haben halt einfach nur unterschiedliche Meinungen. So, ich habe jetzt keinen Hass oder würde denen auch nicht den Handschlag verwehren. Ganz im Gegenteil. Das Angebot, mit denen zu reden, war ja von sowohl mir als auch von Kuchen da. Ich würde sofort mich mit Shoyoka oder Freiraumreh in einen Off-Stream-Talk oder On-Stream-Talk begeben. Hätte ich überhaupt gar kein Problem mit. Das Problem ist bloß, dass ich als Montana Black weder Freiraumreh noch Shoyoka in ihren Chat reinschreiben kann, weil ich sofort auf der Autoblockliste bin. Plus Shoyoka mich bei Twitter blockiert hat. Also der Wunsch nach einem vernünftigen Diskurs ist nicht da von denen. Und dann kann ich auch nicht mehr helfen. Dann nehme ich einfach die Easy Clicks mit und gut ist. Den Clown anzugucken und ein bisschen zu lachen, ist easy uploading.